Euro mache ich sofort. Geht ruckzuck. Schon überwiesen. Geht ruckzuck. Geht ruckzuck und ohne Zusatzgeräte. Mobil überweisen mit Push-Tan. Seit wann hat er überhaupt ein Smartphone? Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Schönen guten Abend zur Drehscheibe am Montag, dem 22. Juni. Am kommenden Wochenende findet in ganz Sachsen wieder der Tag der Architektur statt. Neue und umgestaltete Gebäude sowie Gärten öffnen dann für Besucher. Darüber sprechen wir jetzt mit Liane Remmler. Sie ist freischaffende Architektin und Vizepräsidentin der Architektenkammer Sachsen. Hallo Frau Remmler. Hallo Frau Wöllner. Die Veranstaltung steht in diesem Jahr unter dem Motto Architektur hat Bestand. Was hat es damit auf sich? Architektur hat Bestand, assoziiert natürlich in erster Linie Bauen im Bestand. Das ist auch ein großes Thema. Wie werden alte Gebäude umgenutzt, denkmalgeschützte Gebäude zu neuem Leben erweckt? Gibt es viele Beispiele, die anzusehen sind? Es ist aber nicht der einzige Inhalt dieses Themas, sondern wir bauen auch Gebäude, die Bestand haben sollen. Da sehe ich vor allen Dingen das Thema nachhaltiges Bauen als ganz wichtiges und darüber kann man sich auch viel informieren. Was sind denn in diesem Jahr die Highlights in Sachsen? Highlights würde ich anfangen mit einem Dresdner Bauvorhaben, Hochhaus mit Einkaufszentrum am Albertplatz. Das ist auch eine Verbindung eines alten Bestandsgebäudes, nämlich des Hochhauses, mit einem neuen Einkaufszentrum. Bestimmt eine ganz spannende Sache, weil kurz vor der Fertigstellung ist dieses Gebäude und die Dresdner oder auch alle anderen können dort gerne schon mal reinschauen. In Chemnitz möchte ich nennen die Neugestaltung des Wilhelm-Külz-Platzes. Mal ganz interessant, weil es kein Architekt, sondern ein Landschaftsarchitekt ist, der hier sein neues Projekt vorstellt. Gemeinsam mit dem Gartenamt in Chemnitz ein sehr gelungenes Objekt. In Leipzig gibt es bereits am Mittwoch eine Veranstaltung. Was ist da geplant? Am Mittwoch beginnt in Leipzig der Architektursommer in Sachsen. Das ist auch eine Veranstaltung der Architektenkammer Sachsen. Traditionsgemäß beginnt dieser Architektursommer mit dem Tag der Architektur am Wochenende. Thema des diesjährigen Architektursommers ist das Thema Leipzig wächst, Fragezeichen. Ein sehr schönes Thema, wie ich finde, weil streitbar und wir hoffen auf viele schöne Veranstaltungen und ein buntes Programm. Nichtsdestotrotz sind viele, viele Objekte in Leipzig geöffnet an diesem Wochenende und zur Besichtigung mit unseren Kollegen freigegeben. Besonders erwähnen möchte ich das Schloss Schönefeld, eine Förderschule. Auch hier kann man schön sehen als Beispiel, wie ein altes Gebäude modern umgebaut wurde und modern ergänzt wurde. Den Tag der Architektur gibt es in Sachsen inzwischen zum 20. Mal. Wie hat sich die Veranstaltung in all den Jahren entwickelt?
Ja, 20 Jahre, da sind wir schon sehr stolz drauf. Vielleicht kurz der Hinweis, das ist keine Veranstaltung von Sachsen allein. Dieser Tag der Architektur findet bundesweit statt. Bundesweit sind auch jährlich 100.000 Besucher zu diesen Veranstaltungen. Wir in Sachsen schaffen es auch jährlich auf 10.000. Darauf sind wir ganz stolz. Und wir können auch jedes Jahr ca. 100 Veranstaltungen, Objektbesichtigungen, Vorträge und so weiter anbieten. Ich danke Ihnen, Frau Remmler, für diese Informationen. Danke, Frau Wöllner. Der Tag der Architektur findet am Samstag und Sonntag statt. Detaillierte Informationen zu den teilnehmenden Objekten und zu den Führungen finden Sie unter der eingeblendeten Internetadresse. Bei uns geht es gleich weiter mit den Nachrichten des Tages. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Und seitdem ich das Knobi Vital nehme, bin ich schmerzfrei. Selbst die Ärzte waren da total von den Socken. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Sachsen investiert weiter in den Hochwasserschutz. In Flöha hat Umweltminister Schmidt heute die fertige 7 Kilometer lange Schutzlinie eingeweiht. Die Kosten belaufen sich auf 21 Millionen Euro, finanziert unter anderem mit europäischen Fördermitteln. Seit 2002 hat der Freistaat über 2 Milliarden Euro in die Schadensbeseitigung und in den Hochwasserschutz investiert. Bis 2020 sind weitere Investitionen in Höhe von 500 Millionen Euro vorgesehen. Weitere Meldungen des Tages haben wir jetzt für Sie zusammengestellt. Seit Montag ist die B96 wie angekündigt in Richtung Senftenberg zwischen der Einfahrt zur Hoyerswerda Altstadt bis zum Gewerbegebiet Naht komplett gesperrt. Für PKWs ist eine Umleitung über Neuwiese und die S234 ausgewiesen. LKWs müssen über die Staatsstraße bis zum Kreisverkehr Kortitzmühle und dann über Laubusch zur B96 fahren. Auch die B97 vom Ortsausgang Hoyerswerda bis zum Abzweig Burg ist ab Dienstag abschnittsweise halbseitig gesperrt. Hier wird der Asphalt erneuert. Ebenfalls wegen Fahrbahnerneuerungsarbeiten wird die B96 zwischen Großserchen und dem Abzweig zur S285 Neubuchwalde halbseitig gesperrt. Eine Ampel regelt jeweils den Verkehr. Seit Montag ist in Hoyerswerda die Energieerzeugungsgesellschaft für die Straßenbeleuchtung zuständig. Wie das Unternehmen hinweist, können Störungen an den Lichtmasten ab sofort telefonisch über die Hotline der VBH unter 03571 41 42 41 oder via Internet unter www.eeh-heu.de gemeldet werden. Neben dem genauen Standort wäre es wichtig, möglichst auch die Masten mit anzugeben. Diese ist auf den Laternen angebracht. In Hoyerswerda und den Ortsteilen gibt es rund 4000 Leuchten. Keine 36 Grad warm, aber wenigstens trocken war es am längsten Tag des Jahres in Hoyerswerda. An mehreren Standorten wurde innerhalb der Fete de la Musique zu Konzerten unter freiem Himmel eingeladen. Zahlreiche Besucher ließen sich die Darbietung nicht entgehen. Die Idee zur Fete de la Musique stammt aus Frankreich und wird mittlerweile in 500 Orten weltweit mit kostenlosen Musikveranstaltungen gefeiert. Heute lache ich die, die fliegen wollen aus. Die
Freiwillige Feuerwehr Michalken hat am Wochenende Geburtstag gefeiert. Mit einem Tag der offenen Tür blickte man auf stolze 80 Jahre zurück. Besucher konnten sich die Technik anschauen, gemütlich schwatzen und für die Jüngsten war eine Hüpfburg aufgebaut. Die Wehr in Michalken hat 39 Mitglieder, knapp die Hälfte davon im aktiven Dienst. Auf 25 Jahre konnte am Samstag die Regionalvereinigung der Lebenshilfe Hoyerswerda-Kamenz zurückblicken. Gefeiert wurde das Jubiläum gemeinsam mit Bewohnern, Eltern und Gästen in den Wohnstätten in Dörgenhausen. Einzelne Darbietungen wurden zum Sommerfest von den Behinderten gestaltet und mit viel Applaus belohnt. Erstmals wurden die Feierlichkeiten auch genutzt, um zahlreichen Ehrenamtlern einmal Danke zu sagen. Die Lebenshilfe ist aus Initiativen von Eltern entstanden und hat mittlerweile rund 180 Mitarbeiter. Neben den Wohnstätten werden auch Kitas, Frühfördereinrichtungen sowie ein familienentlastender Dienst betrieben. Ebenfalls auf 25 Jahre konnte am Wochenende der Karate-Do-Verein in Hoyerswerda blicken. Das Jubiläum wurde mit Trainingseinheiten verbunden, bei denen Experten ihr Wissen im Kumite oder der Selbstverteidigung weitergaben. Der Karate-Do-Verein gehört zu den erfolgreichsten in Sachsen und kann auf eine Vielzahl von Landesmeistertiteln und sogar auf Medaillen bei den deutschen Meisterschaften verweisen. Bei ihm trainieren auch Schüler aus den Sportklassen des Foucault-Gymnasiums. Seit 2004 bietet der Verein auch Floorball an. Am vergangenen Wochenende waren die besten Nachwuchshandballer aus 8 Bundesländern in Hoyerswerda zu Gast. Dem Pokal des Konrad-Zuse-Cups konnte bei den Mädchen die zweite Mannschaft der Sachsen-Auswahl mit nach Hause nehmen. Die erste Mannschaft errang Bronze. Niedersachsen hieß der Sieger bei den Jungs. Mehr als 300 Sportler waren in Hoyerswerda vor Ort. In den sächsischen Landesteams übrigens auch 3 junge Handballer aus der Stadt, die beim LHV bzw. Sportclub trainieren. In der Nacht zum Sonntag machten sich Unbekannte an einem Automaten für Erotikartikel in der Erich-Weinert-Straße in Hoyerswerda zu schaffen. Gestohlen wurden Kondome, Vibratorfingerringe und Hot-Toys im Wert von etwa 100 Euro. Am Automaten verursachten die Täter zudem einen Schaden in Höhe von 400 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. 5 leicht Verletzte und 12.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Unfalls vom Freitag in Hoyerswerda. Auf der Elsterstraße hatte ein 48-jähriger Mazda-Fahrer offenbar übersehen, dass bereits 2 Fahrzeuge vor ihm hielten, und fuhr auf. Die Wetteraussichten kommen gleich, vorher schauen wir aber noch nach Bernsdorf. Dort wurde am vergangenen Wochenende zu einem Tag der offenen Unternehmen eingeladen. Immer gut informiert mit Elsterwelle, dank Ihrer Werbung und ganz ohne Gebühren. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Am 22. Juni 1910 wurde Computervater Konrad Zuse in Berlin geboren. Sein Abitur legte er bekanntermaßen in Hoyerswerda ab und studierte später an der Technischen Hochschule Charlottenburg. Seinen ersten Rechner, den Z1, konstruierte er von 1936 bis 1938. Zuse gefragt, warum er den Computer erfand, pflegte er stets humorvoll zu sagen: Ich war zu faul zum Rechnen. 1995 wurde Konrad Zuse als Ehrenbürger in Hoyerswerda ernannt. Derzeit wird in der Bonhoeffer Straße ein neues Museum gebaut, damit die Sammlungen des Zuse-Vereines im Stadtzentrum präsentiert werden können. Das Elsterwelle Kalenderblatt.
Hunderte Besucher nutzten am Samstag den Tag der offenen Unternehmen in Bernsdorf zum bereits vierten Mal luden Firmen der Stadt zu einem Rundgang, zum Teil sogar bei laufender Produktion ein. Die Idee dazu entstand 2011. Damals waren 3 Betriebe beteiligt. Wir wollen natürlich die Älteren, die mal in den Firmen gearbeitet haben, die in den älteren Firmen, sage ich mal, die schon länger hier am Standort sind, da gehen die Älteren hin, schauen sich's an, nehmen ihre Enkel mit. Und jüngere Leute, die in der Schule sind, in der Ausbildung sind, können sich die Firmen ansehen und können gucken, ist das was für mich, liegt mir das, ist das vielleicht der Arbeitsplatz der Zukunft für mich. Also wenn ich sehe so die Entwicklung von Bernsdorf, wir werden nie irgendwo das Tourismusstädtchen werden, sondern wir wollen wirklich Richtung Wirtschaft weitermachen. Und das bedeutet 1.7. Eröffnung neue Staatsstraße. Das ist wichtig für die Unternehmen. Infrastruktur weiterzuentwickeln, die Firmen weiterzuentwickeln und vielleicht junge Leute doch mal wieder zurückzuholen aus den Altbundesländern. Bereits seit der Premiere dabei ist das Bernsdorfer Glaswerk. 1872 gegründet, war es über Jahrzehnte für Einweggläser und Haushaltswaren aller Art bekannt. Stücke der damaligen und heutigen Produktion sind seit Samstag in einem eigens eingerichteten Traditionszimmer zu sehen. Seit 2004 gehört der Betrieb zum US-amerikanischen Konzern Owen Illinois, kurz OI. Der 2010 die Glaswanne, das Herzstück der Anlage, erneuerte und rund 6,5 Millionen Euro in den Standort investierte. Bis zur Glaswanne ging es für die Besucher am Samstag nicht. Trotzdem bekamen sie einen guten Überblick, wie aus Glas, Sand und Soda sowie weiteren Zutaten eine Flasche entsteht. Von der Rohstoffanlieferung, wo das der Gemenge dann zusammengemischt wird, was dann in die Schmelzwanne eingelegt wird, in der Schmelzwanne geschmolzen wird, das passiert durch Elektroenergie und durch Gas, wird dann dort bis auf ca. 1200 Grad erhitzt. In dieser Schmelzwanne selber sind Oberofentemperaturen bis 1600 Grad. Dann fließt dieses Glas in unsere Feeder. Das sind Kanäle, die das Glas zu den Maschinen bringt und wird an den Maschinen verarbeitet. Rund 130 unterschiedliche Produkte können hier aktuell hergestellt werden. Das Prinzip: Das Glas wird sozusagen in der richtigen Menge abgeschnitten, kurz vorgeformt und dann in das gewünschte Modell gepresst. Die einzelnen Formen bestehen aus Guss oder Bronze, was zurzeit so auf dem Markt auch üblich ist. So eine Form, eine einzelne Form kann zwischen 500.000 und 1 Million Behälter produzieren. Die Formen werden kontinuierlich ausgetauscht an der Maschine, dann werden sie aufbereitet, sandgestrahlt, poliert, wieder einlackiert und werden dann im Prozess wieder zugeführt. Vom Glastropfen zur Flasche dauert es eigentlich nur gut eine halbe Stunde. Allerdings müssen die Behältnisse abgekühlt werden und dabei gehen je nach Größe noch einmal 50 Minuten bis zu 2 Stunden drauf. Wir kühlen, indem wir das Glas, die fertigen Flaschen, in die Kühlbahn eintragen, wird eingeschoben das Glas und dort wird das Glas nochmal erhitzt auf 550 Grad. Dort fängt das Glas erst wieder an, seine atomare Struktur zu ändern und wird dann definiert nach bestimmten Kühlkurven abgekühlt, sodass das Glas dann entspannt aus dem Kühlofen rauskommt und dem Sortierprozess zugeführt werden kann. Ohne dieses Abkühlen würde das Glas nicht haltbar sein, sondern sehr schnell zerplatzen. In Bernsdorf laufen rund 150 Millionen Flaschen im Jahr vom Band. 2 Produktionslinien gibt es, die von der Mini-Pulle von 0,2 bis zur großen mit 1,5 Liter eingestellt werden können. Vorzugsweise in Grün. Wir produzieren weit über 70% unserer Produktion für Jägermeister. Und das ist halt mal nur eine grüne Flasche. Jägermeister macht auch braune Flaschen, aber das ist ein geringer Anteil. Und so eine Wandfärbung dauert mindestens 6 Tage, wenn man von grün wieder zurück zu weiß will und hat dann Mischfarben in der Wanne. Und deshalb haben wir uns strategisch entschieden, Grünglas zu produzieren, da der Hauptkunde Jägermeister mit seinem größten Abfüllwerk in Kamenz, nur ca. 10 Kilometer von Bernsdorf entfernt, seinen
seinen Betrieb hat, seinen Apfelbetrieb hat. Auch wenn Jägermeister Kamenz der größte Abnehmer ist, strategisch versucht man natürlich auch weitere Kunden zu gewinnen. Exportiert wird daher auch nach Ungarn, Frankreich, Tschechien und England. In das Mehrgenerationenhaus Südtreff in Hoyerswerda in der Schweizer Straße lädt der Nachbarschaftshilfeverein am Dienstag von 9 bis 12 Uhr junge Muttis zum Frühstückstreff ein. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda beginnt am Dienstag um 14 Uhr der offene Freizeittreff. Dabei ist das Thema Nadelfilzen, Figuren aus Styroporform. Gearbeitet wird auch innerhalb des Freizeitprojektes Tierisch-Tierisch und im Reitkurs. Die Learning Group ist ebenfalls aktiv. Bis 18 Uhr hat die Farm geöffnet. Im Blow-Up-Kino der Kulturfabrik in Hoyerswerda wird am Dienstag noch einmal der deutsche Streifen 10 Milliarden gezeigt. Es geht nicht ums Geld, sondern um die Ernährung der Bevölkerung, wenn sie diese gigantische Zahl erreicht. Beginn ist wie immer um 20 Uhr. Der Sommeranfang präsentiert sich wenig sommerlich und das wird auch in den nächsten Tagen erst einmal so bleiben. In der Nacht werden weitere Schauer erwartet, es kühlt sich auf 11 Grad ab. Am Dienstag wird es mit 16 Grad und viel Regen wohl eher ein Wetter zum im Bett bleiben. Der Mittwoch präsentiert sich nicht wesentlich anders. 16 Grad und grau werden von den Meteorologen vorausgesagt. Nachts sinken die Temperaturen auf 9 Grad. Am Donnerstag gibt es erste Lichtblicke. Bei 21 Grad wird es einen Wechsel aus Sonne und Wolken geben. Das war die Drehscheibe für Montag. Wir melden uns morgen wieder mit aktuellen Nachrichten des Tages. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Abend.